mit dem Büchlein 24, das Jesuskind, endet unsere Adventsgeschichte. Die Menschen machten sich auf den Weg nach Bethlehem, um den Sohn Gottes anzubeten. Der Stern wies ihnen den Weg zum Stall. Dort fanden sie Maria und Josef und das Kind in der Krippe, genau so, wie es der Engel verkündet hatte. Der Sohn Gottes ist geboren, flüsterten die Menschen einander zu, der Heiland der Welt. Und sie alle knieten vor der Krippe nieder und dankten Gott, denn die Menschen wussten, dass die alte Prophezeiung in Erfüllung gegangen war. Die Nachricht von der Geburt Jesu verbreitete sich schnell über alle Länder. Ein leuchtender Glanz umgab den alten Stall und wies auch den Königen aus dem Morgenland den Weg. Sie trugen prachtvolle Gewänder und juwelenbesetzte Kronen. Doch als sie Maria, Josef und das Kind in der Krippe erblickten, knieten sie nieder und beteten es an. Auch der Ochse, das Eselchen und die anderen Tiere im Stall beugten ihre Köpfe, um das neugeborene Kind zu ehren. Dann holten die drei Könige aus dem Morgenland ihre Schätze hervor und brachten dem neugeborenen Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe dar. Und wie es ihnen der Engel im Traum gesagt hatte, kehrten sie nicht zu Herodes zurück, sondern zogen auf einem anderen Weg heim in ihre Königreiche. Und wenig später erschien Josef im Schlaf ein Engel, der sprach: Steh auf, fliehe mit Maria und dem Kind nach Ägypten, denn Herodes sucht das Kind, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit seiner Familie nach Ägypten. Bis zum Tod des Herodes blieben sie dort. Dann erschien Josef wieder ein Engel im Traum und sagte: Kehrt zurück in das Land Israel, denn alle, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. So kehrte Josef mit Maria und dem Kind nach Nazareth zurück, wo sie in Frieden lebten. Das Kind Jesus wuchs heran, Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade ruhte auf ihm. Im Namen der Musiker, Musikerinnen und aller Verantwortlichen der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, ein paar geruhsame Tage und ein gutes neues Jahr 2021. Merry Christmas! Хоня пола кала Крестуїна. Весайсян божего народження. Нойденіс кудлосун. Крисмаси хош. Преттаре кестаре. Феліс Навідат. С Рождеством. Недолік флауен. Бойдо карачойнт. Інкван легіта чин ле Єсус Христос є лідит пер ал адересачу. Моє Вінахтен. Gut, Jül. Suksan van Christmas. Frohe Weihnachten.